Zunächst einmal muss ich den Iserlohnerinnen und Iserlohnern ein großes Kompliment machen für ihre Art, wie sie mit den Menschen, die zu uns kommen, umgehen. Es stimmt mich unglaublich traurig, wie in anderen Städten Hetze und Aversion an der Tagesordnung sind. Hier in Iserlohn gibt es viele Ehrenamtliche beim Flüchtlingsnetzwerk, der Diakonie, dem Roten Kreuz, um nur einige wenige zu nennen. Ehrenamtliche, Unternehmen und Verwaltung sind fast rund um die Uhr im Einsatz, um den vielen Flüchtlingen in ihrer Notsituation zu helfen. Meine Aufgabe war es, all dies zu organisieren und das teilweise von heute auf morgen, wie es bei der Almelo-Halle der Fall war. Ich habe noch zuletzt in einem Interview in der Zeitung gesagt, dass ich es für wichtig halte, das Land, Regierungspräsidium und unsere Stadt an einem Strang ziehen und dass nicht das letzte Glied in der Kette, nämlich auch unsere Stadt, das Missmanagement von oben ausbaden muss. Mein Ziel als Bürgermeisterin für Iserlohn ist es, allen Flüchtlingen, die in unsere Stadt kommen, Chancen zu geben, sich zu integrieren und vor allem in Iserlohn zu bleiben, hier zu arbeiten, zum Gemeinwohl beizutragen. Ich möchte Ihnen zusammen mit allen Iserlohnerinnen und Iserlohnern eine neue Heimat geben, weil Sie es verdient haben.